Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Episode Part von My Little Pony, dem Android und Mobile Game. Wir haben den fünften Tag, wir bekommen ein Geschenk. Und zwar 1500 Münzen. Der sechste Tag wird uns auch nochmal ein paar Münzen bringen. Am siebten Tag können wir ein neues Pony begrüßen, wenn wir alle sieben Tage durchgekämpft haben. Das ist quasi so ein kleines Geschenk für... Du warst sieben Tage bei uns, hast dich sieben Tage mal eingeloggt und... Ja, warum eigentlich nicht? Das war, glaube ich, noch das Geschenk, das wir bekommen haben, beziehungsweise wo wir die eine Aufgabe in mit Big Macintosh oder sowas gemacht haben. Kann sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da werden wir auch gleich mal nachschauen. Ich hoffe echt, dass man mich versteht und die Musik nicht zu laut ist. Ich mache das mal lieber auf 50%. Also nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum jetzt die Lautstärke so ein bisschen klein und groß werden kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Fall ist. Eine neue Aufgabe? Nein, keine neue Aufgabe. Na gut. Bei mir muss ich an der Lautstärke aber ein bisschen drehen, sonst dröhnt mir das richtig ins Ohr. Dann haben wir hier nochmal ein paar Kirschen fertig. Der Aufbau des Zitronenstandes ist auch soweit fertig. Wir sollten ja, glaube ich, Zitronen machen. Das war auch eine Aufgabe. Ich würde schon gerne wissen, wo wer jetzt irgendwie tätig ist. Und Moment. Ach ja, da haben wir ja gratis das Ballonspielchen. Machen wir einfach. Ein Tag am Tag, einmal pro Tag können wir es machen. Okay. Oh. Nein, das reicht. Bin damit zufrieden. Sowas habe ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt ein neues Pony. Das können wir erst ab Level 17 freischalten. Gut, da sind noch 8 Level vor uns. Davor können wir ihn nicht reinsitzen, aber wir haben ihn gewonnen. Das ist schon mal ein Fortschritt, denn in meinem privaten Spiel damals, als ich anfing, ich hatte nie die Chance gehabt, solche... Ja, man kann sagen, solche Preise zu gewinnen. Vielleicht habe ich auch nicht so oft gespielt, denn ich habe, glaube ich, auch die 7 Tage nicht erreicht. Bin aber weit gekommen. Ja, also ich habe lange gespielt. ja, genau. Ich wollte ja nachgucken, wo jetzt wer arbeitet. Sie ist da tätig. Da wollte ich eigentlich nur noch mal kurz draufklicken, aber okay. Machen wir so. Jetzt klicken wir drauf. Twilight Bonbon. Dann ist Pinky, glaube ich, für die Handtücher zuständig. Dann können wir Bonbon hier rübersetzen. Passt. Und nein, wir brauchen nur Zitronen. Das war ja eine der Aufgaben. Wo war die jetzt? War die jetzt hierbei? Nein, berühre Ponys 10-mal. Die Aufgabe ist mehr als nur einfach. Das muss ich schon mal vorher sagen. Dann war das, glaube ich, die hier. Kann das sein? Nein, das heißt, ihn willkommen heißen. Ich glaube, das können wir jetzt auch machen. Aber wo war die andere Aufgabe? Genau, hier. Einmal Zitrone. Das kriegen wir hin. Ah, nee, der hat, glaube ich, 4000 gekostet, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Das muss ich selber mal nachgucken. Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher,
In der Sicht, und doch 4500, nee, das können wir uns noch nicht leisten, aber ich denke mal, wenn alles klappt und hier im Part alles gut läuft mit dem Verdienen, dann, da wollte ich doch gar nicht drauf. Dann vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir müssen halt auch mal in der Apfelplantage hin. Klar, jetzt können wir hier kein Brot mehr backen. Wir müssen jetzt einmal wenigstens die Zähne zusammenbeißen, was das angeht. Und dafür sorgen, dass wir unsere Aufgabe erledigt haben. Gibt es sonst noch irgendeine Aufgabe, die ich sonst noch machen könnte? Zwei von vier Rädern. Ja, das muss ich ja zwischendurch machen. Das geht sonst nicht anders. Ist halt so. Aber wir machen jetzt mal. Wir versuchen jetzt mal die Aufgabe zu lösen. Und anscheinend ist es völlig egal, welche Ponys man berührt. Hauptsache, man berührt sie mindestens einmal. Das ist doch gut. Würde ich mal sagen. Joa, was wir sonst noch machen können, hier, das Ballspielchen und zweimal Äpfel jagen. Ich würde mal sagen, wir machen mit dem Ballspielchen erstmal fort. Setzen fort. Das ist nämlich einer der Gründe, warum ich nicht unbedingt glaube, dass wir jetzt Mr. Cupcake in dieser Folge schon hinkriegen. Aber ich denke, spätestens nächste Folge müsste es eigentlich gehen. Ja. Aber die Ponys brauchen auch Levelpunkte. Und da ich in diesem Let's Play alles mit der Ruhe mache, ja, ich will mich nicht hier abhetzen, werde ich das Ganze simpel mit kleinen Schritten beginnen. So sollte man eigentlich ein Spiel immer beginnen. Also immer mit kleinen Schritten. Man sollte nie sofort mit einem Schlag durchgehen. Das ist doch übertrieben. Finde ich. Denn wenn man in ein Spiel reingeführt werden möchte, da muss man ja erstmal wissen, was und wie funktioniert alles. Ja, man sollte lieber erstmal gucken und nicht direkt denken, man macht den großen Macho und setzt sich in, ja, in den hohen Rang rein, sag ich mal. Und auch mit kleinen Schritten kriegen wir es hin, denn die hat schon fast 2 Sterne. Damit bin ich eigentlich zufrieden. Wie gesagt, die meisten, die werden wahrscheinlich damit nicht zufrieden sein. Unsere zweite Aufgabe wäre ebenfalls gelöst. Na dann, guten Appetit mit den Zitronen. Natürlich wäre es jetzt nicht schlecht, wenn wir jetzt noch eine zweite Kraft, also den Mr. Cupcake, noch hätten. Das Problem ist nur, dass wir zurzeit noch nicht. Doch, jetzt hätten wir das Geld. Na, ist egal. Ich gucke erstmal was nach. Applejack ist ein eifriges. Entschuldigung. Ein eifriges und ehrliches Pony. Das kenne ich. Wenn alle sie zum Vorbild nehmen, merken sie vielleicht, wie sehr sie uns alle inspiriert und kommen nach Hause zurück. Bringe Bonbon auf 2 Sterne. Das kriegen wir hin. Ob wir das jetzt heute hinkriegen, weiß ich nicht. Glaube ich aber nicht dran. Die Aufgabe, wie gesagt, manche Aufgaben muss man ein bisschen teilen, da ich das halt versuche, jeden Tag zu spielen. Das wird vielleicht nicht unbedingt jeden Tag laufen. Aber wir müssen halt auch hier sehen, dass das alles klappt. Ist halt so. So, jetzt. Schnapp, 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 schnapp. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wow. Die sind verfault, die sind verfault. Den kriege ich nicht mehr. Schnapp ihn dir, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir, schnapp ihn dir. Ja, das sieht gut aus. Boah. Ihre 3 Sterne sind auch fast sicher. Ich weiß, ich gebe eine Menge Geld wieder raus. Ich glaube, ich sollte aber das wirklich mal jetzt mit Mr. Cupcake machen, denn sonst komme ich heute gar nicht mehr dazu.
Das mag jetzt der ein oder andere vielleicht etwas blödes aussehen, sage ich mal so. Aber im Großteil, wenn wir ihn haben, haben wir eine zweite Kraft. Und mit ihm können wir quasi ein bisschen mehr verdienen. Die Frage ist nur, wo platzieren wir ihn? Denn viele Plätze sind belegt. Das ist immer so ein Problem. Obwohl, hier haben wir ja noch Platz. Ja, das hab ich nicht gesehen. Kriegen wir das auch hin? Joa. Klappt doch. Was macht das jetzt? Ups, jetzt habe ich die Stelle übersprungen. Aber ich bezweifle, dass ihr die anderen findet und aktivieren könnt. Ich würde mal sagen, sie hat wahrscheinlich gesagt sowas, ah, ihr habt also einen der Elemente quasi gefunden und ich bezweifle halt, dass ihr die anderen auch noch findet. Oh yeah? Well, if any pony can do it, Twilight can! I know with the help of my friends that we'll be able to stop you, Nightmare Moon. That is, if you can ever find their precious little sun-loving faces. She's right, Spike. We'd better find the other ponies and the Harmony Stones as quickly as we can. Ja. Wir werden die anderen, denke ich, aber auch noch finden. Allerdings ist die Frage, wo sind sie? Ich weiß, dass eines der Elemente im oberen Bereich ist. Und zwar hier. Nein, nicht hier. Entschuldigung. Ich meine natürlich, in einem der Bereiche, die wir noch freischalten müssen. Das wird einer der Bereiche sein, wo wir uns reinbannen müssen. Und hier hinten ist das nächste Element. Deswegen müssen wir auch schön fleißig die Elemente mitsammeln. Aber nun gut, ich würde mal sagen, jetzt kommt Mr. Cupcake endlich mal rein. Es muss einfach sein, sonst... ja, sonst wird sich die ganze Familie noch Sorgen machen. Und aus diesem Grund passt das jetzt. Mal schauen, wo bist du denn da? Ach, ich brauche gar kein Haus für den. Nein, das ist sogar noch besser. Das ist sogar noch besser. Und wir sind fast... ich wollte schon sagen. Wusstest du, dass Events die beste Möglichkeit bietet, Belohnung zu gewinnen? Sieh's dir an. Vielleicht mal später. Jetzt sind wir Level 10. Das läuft doch bei uns. Finde ich super. Bald ist die große Galopp-Gala und ich weiß noch nicht einmal, was ich auf dieser Party tragen soll. Vielleicht mein schickes gelbes Kleid. Oh nein, 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 du brauchst etwas anderes. Wir werden dir ein paar modische Sachen in meinen das ist so ein... ich kann es einfach nicht aussprechen, Entschuldigung. Heraussuchen... mein erster Kunde erhältst du alles umsonst. Wie wär's? Achso, ich muss da draufklicken. Das müsste da. Ja, denn jetzt können wir auch diese Modenschau machen. Besser gesagt, wir haben sie jetzt freigeschaltet, da wir jetzt auf Level 10 gekommen sind. Und wir können quasi uns jetzt unser erstes Outfit aussuchen. Allerdings wird uns das quasi hier... gezeigt, was wir nehmen sollen. Ja, also wir haben jetzt noch keine freie Wahl. Sondern, wir müssen das tatsächlich nehmen. Ist zwar jetzt nicht das Beste, was ich mir jetzt erhofft hätte. Aber wir können hier wenigstens die Geschenke öffnen. Die kriegen wir nämlich dazu. Die brauchen wir, um neue Sachen zu machen. Aber ich denke mal, dazu werden wir weniger kommen. Weil ich... noch gar keine Ahnung habe, wie das Ganze geht. Aber nun gut, weiter geht's.
ist halt ein Problem manchmal. Und das nächste Herstellen, auch wenn ich gar nicht weiß, was das sein soll. Im Großen und Ganzen ist das hier einfach nur ein Tutorial, um zu zeigen, wie das Ganze aufgebaut wird, was man machen möchte. Und dann präsentieren wir uns doch mal. Sehen wir jetzt nicht viel schöner aus? Naja, ist okay. Ich will ja nichts sagen. Aber naja. Muss jeder damit zufrieden sein. Ich denke mal, das ist auch was Reines für die Damenwelt, sagt man immer so. Ich selber würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt mein Fall wäre. Wie soll ich sagen? Ich habe nichts gegen Mode oder sowas, aber ich habe einfach wenig Erfahrung oder Ahnung davon. Vielleicht ist es auch besser so. Ja. Aber ich habe gesagt, wir wollten noch nach Apple, Sweet Apple Acres, aber das werden wir in dieser Folge wohl nicht mehr machen. Nein, nein. Das macht aber nichts. Wir haben heute auf jeden Fall schon einiges erreichen können. Und jetzt teile ich Mr. Cupcake bei dem Brotverkauf ein. Das wird erstmal reichen fürs Erste. Wir haben auch wieder was Neues. Oh, zwei Sachen neu. Genau, ab Level 16 werden wir dieses Spiegelteil öffnen, was hier auch in der Liste ist. Die Modenschau ist halt neu dazugekommen. Ist aber schon eine Weile her, als sie neu dazugekommen ist. Also so bin ich leider nicht. So, jetzt wollen wir doch mal schauen. Es geht aufwärts mit Ponyville, aber Nightmare Moon ist immer da draußen. Wir sollten uns sicherheitshalber Vorräte zulegen. Sammle 2000 Bits. Ach, die nennt man Bits. Okay, dann habe ich jetzt wenigstens einen Namen. Insgesamt müssen wir nicht... Also wir müssen jetzt ab dieser Stelle genau 2000 sammeln. Nicht, was wir jetzt insgesamt haben, sondern was wir jetzt dazu bekommen. Die Vorbereitung für Pinkie Pies Partys. Mann! Immer diese Zungenbrecher. Laufen gut, aber wir dürfen die Elemente der Harmonie nicht vergessen. Mal sehen, ob wir hier ein paar Lachen finden können. Doch, das ist, denke ich mal, nicht schwierig. Die findet man auch, ich habe gemerkt, die findet man am häufigsten. Wahrscheinlich, weil auch dieser Bereich sofort schon frei ist. Und es unnötig ist, wenn man die selten finden würde, weil vielleicht muss man ja erstmal als Einsteiger wissen, wofür die Dinger gut sind. Ja, das ist nicht verkehrt. Vielleicht. Ach so, wir kriegen, wenn wir... Wie viele haben wir denn noch? 9. Ach, wir kriegen, wenn wir da draufklicken, ein paar Münzen, wenn wir das... Ach, das kann man eintauschen. Das wusste ich selber noch nicht. Da lerne ich sogar noch bei diesem Let's Play was dazu. Finde ich super. Da wir das mit dieser Apfelsache schon hatten, würde ich mal sagen, werden wir erstmal vorzeitig kurz das Spielchen hier wagen. Wir schauen uns die Sterne nochmal an. Ja. Schön. Ich muss zugeben, wir sind schnell hochgekommen mit den Bits. Oh, es fängt schon an. So spät reagieren. 30 Sekunden insgesamt hat man dafür Zeit. Aber die Zeit, die rennt. Genauso wie die Zeit beim Let's Playen. Läuft. Ach, die Karotte. Ja, die hätte ich fast vergessen. Ich habe mich gerade schon gewundert. Hä? Was war das denn? Ein Bonbon. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir sie vielleicht auf Level mit 2 Sternen bringen. Eventuell werde ich dann auch mal den anderen Ball einsetzen. Oder die andere Stufe halt. Ich sag mal so, die zweite Stufe. Denn, sonst wäre das Ganze ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen, sie noch da hoch zu pimpen.
Und würde noch länger dauern. Und warum klickt er das an? Es sind noch zwei Apfelspielchen. Ich glaube nicht, dass wir das alles heute noch machen werden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einiges heute geschafft. Und Level 10 und wir sind fast wieder bei Level 11. Also das läuft ja richtig gut. Ich würde mal sagen, wir werden uns das nächste Mal darum kümmern, beziehungsweise ich versuche es zumindest, dass wir Bonbon die 2 Sterne schenken können. Und dann schauen wir doch nochmal bei Sweet Apple Acres vorbei. Wir müssen unbedingt mal reinschauen, denn dort bekommen wir auch noch ein paar Aufgaben. Welche es sein werden, das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich fürs Ansehen, freue mich auf eure Kommentare. Und ich sage bis zum nächsten Mal, nachdem ich diese Kirsche noch aufgesammelt habe. Moment. So. Nein! Okay, jetzt aber gut. Ich bedanke mich und sage Tschüss.